Sehr konzentriert mit dem Blick nach vorne, so wie er das gestern gesagt hat. Man muss wirklich sehr konzentriert sein. Und bei dieser Zielankunft ist das auch nicht so einfach, hier eine solche Etappe zu gewinnen. Das ist Cancellara, der jetzt angegriffen hat. Der links außen, der Schweizer Olympiasieger, hat er den Sprint angezogen. Für wen macht er das? Aber da hinten Mark Cavendish an dritter Position. Das sind nur noch wenige Meter bis zum Ende der Etappe. Aber Cancellara, der Zeitfahrspezialist, der kann sowas ja durchaus. Aber ob er hier auch bestehen kann gegen die Columbia-Mannschaft, nein, das kann er nicht. Jetzt nimmt er raus. So hat er vor 2 Jahren bei der Tour de France in Compiègne die Tour de France-Etappe gewinnen können. Damals im gelben Trikot. Enge Passage. Aber der Zug für Kev, für Mark Cavendish, der läuft sehr gut. Allerdings auch für Tyler Farrar und Alessandro Petacchi, denn die sind an seinem Hinterrad. Die kleben förmlich dort am Laufrad von Mark Cavendish, der sich klein macht, ganz klein, runtergebückt ist an dritter Position. Dann Petacchi und dort der Zweikampf zwischen Tyler Farrar, der fast zu Fall kommt hier auf den letzten Metern. Und jetzt ist Cavendish immer noch in einer wirklich sehr, sehr guten Ausgangsposition für diesen Sprint. Davis noch dabei und Pozzato. Cavendish, Petacchi an dritter Position, links die 131, das ist Alan Davis. Und jetzt gehen sie noch nicht ganz raus. Cavendish, der wartet immer noch bis auf den letzten Meter. Mailand Sanremo am 21. März hat er mit wenigen Millimetern Vorsprung vor Heinrich Hausler aus Freiburg gewonnen. Jetzt geht Petacchi, Cavendish versucht vorbeizufahren. Petacchi vorne, Mark Cavendish ist er geschlagen heute. Jawohl, da findet er seinen Lehrmeister in der Form von Alessandro Petacchi. Und das ist der 8. Saisonsieg, der 8. oder 9. Ich möchte mich da nicht festnageln für Alessandro Petacchi und ein weiterer beim Giro d'Italia. Und da war Alan Davis, der sich auch noch mit rein geschubst hatte. Und Tyler Farrar ist, ich glaube, von Ben Swift ziemlich unsanft vom Hinterrad des Cavendish weggedrängt worden. Vielleicht sehen wir diese Situation auch noch mal, denn die spielte sicherlich eine Rolle beim Ergebnis für diese Etappe. Also, das ist ein materieller und ideeller Sieg für Petacchi. Gegen Cavendish zu gewinnen, ist heute natürlich sehr prestigeträchtig. Und für sein Team, für LPR, ist das moralische Grundlage für einen Giro, der ihm und vor allen Dingen auch Di Luca noch Erfolge bringen soll. 20. Etappensieg beim Giro d'Italia, 19 hat er gewonnen bei der Spanien-Rundfahrt und 4 bei der Tour de France. Alles damals die bei der Frankreich-Rundfahrt in einem Jahr. Und Alessandro Petacchi, aber Uli, dieser Sieg bringt ihn jetzt nicht wirklich ganz nach vorne. Schauen wir noch einmal den Sprint an. Dort dann an zweiter Position Cavendish, dann Petacchi. 4. Position, das ist Alan Davis vom Team Quickstep. Und schauen Sie mal, wie der vorbeizieht. Ah, da hat er den richtigen Moment genutzt, um an Mark Cavendish vorbeizufahren, der zwar etwas herankommt, vielleicht auch der Endschnellere ist, aber keine Möglichkeit, hier an Petacchi noch einmal vorbeizufahren, der schon kurz vor dem Ziel rausnimmt und sich über seinen 20. Giro d'Italia-Etappensieg freut. Schöner Sprint, toller Sprint, wirklich. Ja, aber doch noch Davis, ne? Davis 3., Swift 4., Farrar 5. Nein, nein, da ist er, da ist Swift 3. So kann es weitergehen. Hier nochmal der Sprint. Andere Perspektive. Schauen Sie mal, was das für eine Erlösung für ihn war. Er gehörte zu den Geschlagenen bei Mailand Sanremo, zu den von Cavendish Geschlagenen, obwohl er in der Spitzengruppe über den Poggio gekommen war, am Ende unterlegen. Heute hat er sich revanchiert. Dann Swift. Dann Davis. Fuck, hat er gesagt. Ja, ja. Ja, guck das F-Word beim Tennis würde er dafür bestraft werden. Ja,